So, ich glaube, nun sehen wir uns ein kleines bisschen besser. DDR-Geschichte. Wie vieles sieht man da und hört man da? Wie vieles ist lange vergessen? Was kostet zum Beispiel ein einfaches Brötchen in der DDR? Schon wird es rätselhaft. Tja, mehr als 30 Jahre zurück, ein Großteil derjenigen, die damals auf die Straße gegangen sind, wird heute in Rente sein oder vielleicht schon nicht mehr unter den Lebenden. So. Aber trotzdem geistert durch das deutsche Fernsehen die DDR immer noch. Und das geht nur nach dem Motto Stasi 1 und das sind alles Verbrecher, weil sie ja den Bürgern keine Freiheit gegönnt haben. Und es gibt aber auch einen Großteil von Verbrechen von Stasi 1, die entsprechend der sozialistischen Verfassung der DDR 1968 bestätigt, nach einer Volksabstimmung, nach dieser Verfassung waren das Verbrechen. Bis heute nicht geklärt. Nun gibt es aber auch bei YouTube viele kleine Ausarbeitungen von Usern, die dort irgendwie ihre Meinung äußern, ihre DDR-Erinnerungen bringen, was sie dort alles gemacht haben. Und das geht in der ganzen Palette so schöne Erinnerungen und andererseits aber auch bloß nicht wieder. So in dem Bereich spielen die ganzen Beiträge bei YouTube. Und so bewegen sich auch die Meinungen der Nutzer. Und vom deutschen Fernsehen wird hauptsächlich das Schlechte gebracht. Also, sehr verständlich. Ne? DDR-Unrechtsstaat und so. Ja. Manchmal aber, so im Unterton so, wird dann auch erzählt, was besser war in der DDR als heute in der Bundesrepublik. Aber das ist verschwindend gering, da macht sich keiner da einen Kopf oder einen Begriff. Kurz nach dem Untergang der DDR gab es verschiedene Leutchen, die sich in kleinen Truppen oder ganzen gar Trüppchen trafen oder gesammelt haben und versuchten, ihre Meinung zu äußern, welche Gründe es gab für den Untergang der DDR. Diese Ausarbeitungen waren aber oftmals so entrückt, wirklichkeitsfremd. Naja, das ist vielleicht besser gewesen, wenn die DDR gar nicht erst gegründet wurde. Ist so. Wieder andere von diesen Grüppchen suchten die Fehler nur beim Volk der DDR. Die Regierung war alles gut. Und die Leute wollten alle bloß nach dem Westen abhauen und deshalb musste die Mauer gebaut werden. Naja. Das versank dann aber alles, die Grüppchen gingen auseinander. Ich war selbst auch in so einer Gruppe drin, sie ging auseinander, ganz alleine. Und das alles versank so entsprechend der Qualität der Ausarbeitungen, alles im Sande. Es war dann noch dran gedacht, eine Geschichtskommission zu gründen, aber tja. Und dann war es vorbei mit diesen kleinen Truppen. Und genauso sind die Ausarbeitungen alle im Sande versackt.
Und dann gab es hauptsächlich nur das eine in den Ausarbeitungen, dass ja die Volksmassen der Deutschen Demokratischen Republik bloß die Mauer weghaben wollten, wie ich schon gesagt habe. Und dann stürmten sie in die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik zahlte ihnen sogar noch 10 Mark. Und ich habe die 10 Mark auch genommen. Ich kann es sogar nachweisen. Da staunt er, wa? Doch ab und zu macht sich denn mal einer auf oder eine Truppe auf oder es leuchten mal so Gedanken in irgendwelchen Beiträgen durch und andere, um andere Sichten zu erläutern. Der Antrieb für meine heutigen Überlegungen war an für sich der Hans Bauer, Staatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik und der mit seinen Betrachtungen im Heft 3 2021 der Freidenker hervortrat bzw. auftrat. Er findet dort in seinem Beitrag neue Begriffe wie Diktatur sozialisierten und die Herrschenden und dann hat er noch den Marco Wanderwitz beim Wickel. Er schreibt auch, was der macht. Das war nicht so, ist nicht mitgenommen. Und den staubt er nun richtig ab. Weiter erzählt er denn von der neuen Verfassung der DDR, mit dem Volk, für das Volk. Und darin erzählt er dann, wie er als junger Staatsanwalt in zwei Großbetrieben der DDR an der Diskussion zum Recht auf Arbeit teilgenommen hat. Meines Erachtens war da gleich das erste gewesen, da kann man doch sehen, wie böse die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik sind und haben das Gebiet der DDR verlassen, haben die Bundesrepublik gestürmt und haben ohne das Recht auf Arbeit, wie es in der Verfassung der DDR garantiert war, das GG gewählt, ohne dieses Recht auf Arbeit. Da muss doch was faul sein im Getriebe. Die Leute machen doch das nicht umsonst. Die ziehen doch nicht ihre Jacke an, wir wollen jetzt in der Bundesrepublik. Das war es doch nicht. Aber wir werden auch sehen, in meinen weiteren Betrachtungen, wie die sozialistische Verfassung, angenommen 1968, vom Volk der DDR, nicht von der Volkskammer, nur bestätigt, vom Volk der DDR angenommen, gar nicht zum Tragen kam und von wem sie ausgehöhlt. Freilich ist das immer ein bisschen schwierig, wenn man mal sagt, das und das ist in der DDR nicht richtig geworden. Oder Beteiligte dann sagen, ich habe dieses und jenes falsch gemacht in der DDR. Das ist immer ein bisschen schwierig. Selbstkritik und so. Kritik an anderen, das geht von oben runter. Aber bei sich selbst dann zu sagen, ich habe da noch was falsch gemacht. Ich habe nicht überlegt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ach, das ist, wenn ich daran denke,
klapptrichtiges Messer in der Tasche auf. Bei meiner Vernehmung in der Bezirksbehörde Gera des MFS, heute sagt man natürlich Stasi 1, ne? Musste ich den Vernehmer zwingen, die sozialistische Verfassung der DDR zu holen. Er hatte die ja auch nicht. Und man höre und staune bei den Leuten, die unsere sozialistische Revolution verteidigen sollten, brauchte dieser Vernehmer 20 Minuten, im Buchstaben 20, um in der Bezirksbehörde Gera des Ministeriums für Staatssicherheit, also Stasi 1, eine sozialistische Verfassung aufzutreiben. Also Stasi 1 arbeitete praktisch ohne die sozialistische Verfassung. Die hatten Sonderrechte, stand aber nicht in der Verfassung. Seht schon, wer da dabei war, die Verfassung mit auszuhöhlen. Sie waren nicht die Einzigen. Ich glaube auch, dass von meinem Vernehmer der Ausspruch stammte, das Strafgesetzbuch würde die sozialistische Verfassung verfeinern. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und auf alle Fälle habe ich ihn dann gefragt, auf welcher Klipschule er das gelernt hat. Keine Antwort. Keine Antwort. Nach der Abwahl der DDR, ich spreche hier nicht von Konterrevolution, nach der Abwahl der DDR, war er unter anderem zu feige, mit mir im offenen Kanal aufzutreten, offenen Kanal Gera, und über die Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu sprechen. Eigentlich, Herr Bauer, als ehemaliger Staatsanwalt der DDR, müssten Sie jetzt schon voll dabei sein, um die Verfassung der DDR zu verteidigen. Sie werden es nicht sein. Ich musste es machen. In der Geschichte der DDR gab es an und für sich 5 große Volksbewegungen. Manche sprechen auch von Initiativen. Also ich spreche jetzt nicht irgendwie von Historikern oder irgendwie oder so. Nein, von einfachen Leuten so auf der Straße da, mit denen man sich da so unterhält. Ne? Und die von Initiativen sprechen, vielleicht haben die das bei Wladimir Iljitsch abgeluchst. Ist alles drinne. Also, die Herrschenden, wie sich Herr Bauer ausdrückt, wissen schon, weshalb sie Wladimir Iljitsch ausgekehrt haben. Also, das ist ganz eindeutig klar. Zur ersten Volksbewegung, große Volksbewegung war das, also gibt es gar nichts. Mein Großvater hat daran teilgenommen und was ist der gelaufen zu Besprechungen, Versammlungen, Demonstrationen und Abstimmungen und ich sehne heute noch, wenn er auf der Toilette gesessen hat, hatte seine große Schürze um, seinen Dreifuß zwischen den Beinen genommen und hat unsere Schuhe besohlt, wenn er denn irgendwie auf der Straße so ein Stück Autoreifen gefunden hatte oder irgendwie und hat dann unsere Schuhe damit zurechtgemacht. War so. Und wir konnten froh sein, wenn wir dann Schuhe hatten. Es gibt sogar noch ein ganz hübsches Bild von mir. Tränen überströmt.
und so gnatzig und so wütend, wie ich da war. Ich hatte ein paar Holzschuhe bekommen, also richtig ein paar Holzsandalen. Die waren aber in der vorderen Teil war durchgesägt, da war ein Stückchen Leder drüber genagelt, sodass man die Holzsohlen leichter knicken konnte. Ne? Es ließ sich da besser laufen. Und mir haben die doch so gefallen. Und auf dem Stück Straße, das da in der Nähe war, war eine Tierstraße, da lief sich doch so herrlich. Und jetzt kommt doch von unseren Nachbarn, mit denen wir da unterwegs waren, das Mädchen auch auf dem Dreh, sie möchte auch mal mit den Schuhen laufen. Na, das war doch das Schlimmste für mich. Wie kann die sich so freuen? Ich sehe sie noch heute, wie die mit meinen Sandalen, die mein Großvater zurechtgemacht hat, auf dem Stück Asphalt daherläuft. Und ich war da so wütend drüber, dass die das macht. Das sind so DDR-Beispiele. Aber zurück. Diese große Initiative oder Volksabstimmung oder Volksbewegung war der Zusammenschluss KPD und SPD. An für sich war diese Volksbewegung nicht im Rahmen der DDR, aber meines Erachtens muss sie unbedingt dazu gezählt werden, denn ohne diese Volksbewegung wäre die DDR nicht entstanden. Also das muss man auch sagen. Die zweite Volksbewegung war schon innerhalb der DDR. Und zwar war das der 17. Juni. Das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und es war auch eine ganze Menge berechtigt. So wie dort die Regierung der DDR gearbeitet hat, war es nicht in Ordnung. Und das stieß nicht auf Gegenliebe bei den Volksmassen, die demzufolge auf die Straße gingen. Bei den anschließenden Gerichtsverhandlungen möchte ich mich mal nicht äußern. Das müsste mal ein anderer machen, der da tiefer drin steckt. Eine weitere Volksbewegung oder Initiative war der sozialistische Frühling auf dem Lande. Hier bin ich immer ein bisschen... Naja, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das an... War es zu viel Druck von oben? War es dann doch aufgrund des Druckes, dass viele Leute mitgegangen sind? Auf der Oma in Magdeburg des Jahres 2019 stand so ein ganz hervorragender Parkas. Ernteversorgung stand dran, LPG Fortschritt war dabei, also so richtig typisch DDR. Und ich habe mich genötigt gesehen, zu den Leutchen, die da gekommen sind mit diesem Trabant, zu sagen, man müsste mal bei der ganzen LPG-Bildung untersuchen, wie viel Mord und Totschlag es dort gegeben hat. Aber ohne Stasi 1 und Stasi 2 Brille. Die Leute haben mich sofort verstanden. Ich könnte dort von meiner Seite auch gleich zwei Fälle mitliefern. Das eine Mal, er lief nur unter dem Begriff bei uns, der Olle Herd. Also das war ein Schäfer, ein Schaber, ein Schäfer. Und ich sehe ihn heute, wie er mit seiner Schafherde losmarschiert ist. Von abends 24 Uhr nach Gaststättenschluss, da hatten mehrere, unter anderem er, beschlossen am anderen Tag, sich zur LPG zu begeben und einzutreten. Am anderen Tag war er nicht mehr da. So viel wie ich informiert bin, weiß man bis heute nicht, wo der Olle Herd geblieben. Der zweite
war ein Hauptmann der Volksarmee, der zu Diskussionsrunden mitgegangen ist. Und das war 1961. Und bei einem Bauer wurde er, ich will nur nicht sagen, er hat da falsch diskutiert oder er hat da Druck ausgeübt oder er hat da nicht Druck ausgeübt, wurde er mit dem Beil erschlagen. Es zeigt hier aber auch, dass das leninsche Freiwilligenprinzip zur Kolchosbildung in der DDR bei Weitem nicht eingehalten wurde. Denn das waren bei Weitem nicht die beiden einzigsten Fälle. Man müsste dort wirklich mal einen Historiker ransetzen, der sauber solche Fälle erarbeitet. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu holen. Auf alle Fälle war das Freiwilligkeitsprinzip der DDR bei der Bildung von LPGen nicht eingehalten worden, in sehr, sehr vielen Fällen. Und trotzdem sind heute die ehemaligen LPGen in GmbHs umgewandelt, partout nicht kleinzukriegen, finanzieller Druck und alles, was dort ausgeübt wird, sie sind nicht kleinzukriegen. Also muss doch da schon was Richtiges gewesen sein, was man allerdings auf falschem Weg gemacht hat, ne? Muss man auch sagen. Eine weitere Volksbewegung der DDR war die sozialistische Verfassung. Und hier berichtete Hans Bauer richtig, dass er als junger Staatsanwalt dort in Großbetrieben mit diskutiert hat, das Recht auf Arbeit wurde dort vor allen Dingen verankert. Das ist wichtig. Heute gibt es im GG gibt es kein Recht auf Arbeit. Und es begann aber auch auf der anderen Seite, und das hat die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik verboten, steht extra drin, der Verkauf von DDR-Bürgern für Westgeld, wie Sklaven auf dem römischen Sklavenmarkt, an die Bundesrepublik. Und führende Vertreter, naja, es ist schon ein bisschen was dabei, der Bundesrepublik, die damals mitgemacht haben, stellen sich heute hin, naja, wir wussten nicht, das war das erste Mal, freilich war das das erste Mal. Menschenrechte, Bürger kaufen und so weiter und so fort. Was nun aber nicht heißt, dass die Bundesrepublik die Menschenrechte, die immer deklariert sind, gepachtet hat. Ich kann da zum Beispiel aus einer Unterhaltung mit chinesischen Vertretern, die waren auf der IFA gewesen in Berlin, und dadurch, dass ich mich nicht angemeldet habe über Internet, musste ich so auf das Gelände der IFA gehen, musste dort bezahlen, musste sogar, glaube ich, etwas mehr bezahlen und landete direkt in dem chinesischen Ausstellungspavillon, kam dort ins Gespräch und ich fragte unter anderem auch einen Chinesen, es war ein bisschen schwierig, die Unterhaltung, die Dolmetscherin musste noch sehr, sehr viel lernen, vielleicht war sie auch gerade da, um Praxis zu kriegen in der deutschen Sprache. Und er sagte mir folgende, ich habe ihn gefragt, sag mal, wie ist denn das, von dem deutschen Fernsehen wird immer gemeldet, dass die deutschen Delegationen in China mit der Frau Merkel an der Spitze die Menschenrechte in China anmaßen. Ja, sagte mir der, das ist klar. Und wir mussten da erst lernen, wie man das in Deutschland macht. Wir machen das jetzt so, wenn die anfangen mit Menschenrechte, dann fassen wir uns an die Nase. Das haben wir von den Deutschen gelernt. Und wenn das nicht reicht, sagen wir Hartz IV und dann ist Ruhe und wir kommen zu unserer eigentlichen Besprechung. Ich hatte das erfährt man so nebenbei. IFA, Berlin.
So, und die letzte große Volksbewegung war die Abwahl der Deutschen Demokratischen Republik durch die Volksmassen der DDR. War so. Und da gibt es nichts dran zu deuteln oder zu zweifeln, es war so. Und nun suchen wir mal ein paar Gründe, wie da die Verfassung, die ja an für sich über dem DG steht, also gibt es gar nichts in ihren Inhalten, in ihrer Qualität, ausgehöhlt wird, untergraben wurde, sodass die Volksmassen der DDR gar nicht zu ihrem gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln gekommen sind. Es wurde alles verdorben. Nehmen wir mal da zwei Fälle aus meinem Betrieb. Die letzten 10 Jahre in der DDR musste ich im Berufsverbund als Dreher arbeiten. Und meine Kollegen erzählten mir da Folgendes, die schon länger in dem Betrieb gearbeitet haben, erzählten mir da Folgendes. Leider kann ich vieles im Einzelnen nicht wiedergeben. Ich kann nicht sagen, um wie viele Fahrzeuge es sich dort gehandelt hat. Ich kann nicht sagen, was dort an Geld eingenommen wurde. Und insgesamt kann ich das Ding bloß bruchartig wiedergeben. Aber es zeigt, wie der Besitz an den Produktionsmitteln wieder die Leute abgegrenzt wurden. Es war nicht ihres. In der DDR gab es Schwierigkeiten, in vielen Sachen gab es Engpässe und dadurch wurde auch in vielen Betrieben von einzelnen Kollegen da was nachgearbeitet, Ersatz geschafft. Unter anderem war in meinem Betrieb da der Ersatz, dass dort Autoanhänger geschaffen wurden. Nun muss keiner denken, dass dann nun alles gestohlen wurde. Es wurde aus Resten, im wahrsten Sinne des Wortes aus Resten, aus Schrottresten, Autohänger aufgebaut. Die Felgen und Räder wurden gekauft und die Anhängerkupplung war auch irgendwie gekauft oder von anderen Abfallsachen genommen und so, von Schrottstellen gefunden und so. Und es waren hier mehrere Möglichkeiten, die von den Werktätigen des Betriebes genutzt wurden, um Autoanhänger zu schaffen. Sie wurden auch zugelassen, sie wurden auch verkauft und die Kollegen haben sich das Geld für diese Autoanhänger, sie haben ja dafür gearbeitet, in ihre Tasche gesteckt. Logisch. Sie haben gearbeitet. Sie haben aber dabei nicht gestohlen, sondern mit Schrott und mit Abfällen, nicht jedes Mal Schrott, aber mit Abfällen, haben sie die Produktpalette der Deutschen Demokratischen Republik im Warenangebot bereichert. Gibt es gar nichts. Nicht so müssen doch einige gedacht haben, die wahrscheinlich keinen Hänger abbekommen haben, neidisch geworden sind, so etwas gab es. Und ich möchte mich mal jetzt vulgär ausdrücken, die Leute angezinkt haben. Ja, die machen dort Hänger, Autoanhänger und das Geld stecken die in ihre Tasche, bourgeoises Streben und ich habe keinen Hänger gekriegt. Vielleicht so. Jedenfalls gab es da eine große Gerichtsverhandlung. Die Leute wurden angezeigt. Es kam zur Gerichtsverhandlung. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern,
Ich glaube hier, der Kollege, der mir das erzählt hat, er hatte, der da an der, am Aufbau der Hänger mit beteiligt war, ich glaube, er hatte Schweißarbeiten gemacht, hat mir erzählt, dass sein Verteidiger, den er damit hatte, ihn nach der Verhandlung eingeladen hat zu einer Tasse Kaffee und hat diesen Preis von einer Tasse Kaffee hinterher auch noch auf die Rechnung gesetzt, sodass er das bezahlen musste. Ich sehe heute noch, wie er mir das erzählt. Jedenfalls, die Hänger wurden eingezogen. Wer weiß denn, was er gekauft hat. Die Leute wurden bestraft. Das Geld musste zurückgegeben werden. Mit ihren Produktionsmitteln. Mit ihren Rohstoffen. Haben die Werktätigen Zusätzliches geliefert. Und dafür sind sie bestraft worden. Das darf man doch keinem erzählen. Und was sagt da der Staatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, Hans Bauer, dazu? Und die Werktätigen haben ein zweites Mal die Waren, das Warenangebot der Deutschen Demokratischen Republik nicht bereichert. Was sollten Sie dazu sagen? Es war nicht Ihr Betrieb. Es waren nicht Ihre Maschinen. Obwohl die Verfassung was anderes sagte. Und da ist es doch auch kein Wunder, dass Sie die DDR verlassen haben. Es war nicht Ihres. Sie könnten ja da genauso bei Siemens arbeiten. Das wäre genau dasselbe. Das war auch nicht Ihres. Noch ein kleines bisschen dazu. Hartmetallbohrer. Versuchen Sie mal in der DDR einen Hartmetallbohrer zu kaufen. Ich war so blauäugig und bin in die Geschäfte gelaufen. Kein gekriegt. Bis wir dann, wir waren mehrere Kollegen, uns geeinigt haben, wir bauen uns selbst Hartmetallbohrer. Mein Bohrer, den ich da bekommen habe, den wir uns selbst gebaut haben, den habe ich heute noch. Und der hat zum Beispiel auch in diesem Studio sämtliche Bohrarbeiten durchgeführt. So, und das sollen mal Gründe gewesen sein, weshalb Bürger der Deutschen Demokratischen Republik mit einer wesentlich höheren sozialistischen Verfassung dieses Land verlassen haben und haben das GG gewählt. Das GG ohne das Recht auf Arbeit. Es könnte davon noch mehreres gemacht werden. Es waren nur Beispiele gewesen. Nebenbei gemerkt sind auch einige von meinen Kollegen gleich die ersten Tage, nachdem die Grenze offen war, in die Bundesrepublik gegangen und kamen 14 Tage später mit einem Auto wieder. Ja, und dann möchte ich noch auf mein Video verweisen bei YouTube, weshalb ist die DDR untergegangen. Und von all diesen Problemen sagt der Hans Bauer gar nichts. Er hat es nicht verstanden, weshalb die Bürger gegangen waren. Er muss es noch lernen. Bleiben Sie bitte, trotz dieser Misere DDR, gesund und tragen Sie bitte die Maske, damit Sie auch weiterhin noch gesund bleiben.